Hallo zusammen. Wir haben uns bisher vor allen Dingen mit zwei Fragen in Sachen Unsterblichkeit beschäftigt. Nämlich zum ersten die Frage, wie ist Unsterblichkeit überhaupt denkbar? Das heißt, welche Konzeptionen von Unsterblichkeit gibt es? Unsterbliche Seele, Reinkarnation, Auferstehung und so weiter und so fort. Und wie sind die mit der Anforderung der persönlichen Identität vereinbar? Wiefern sind sie metaphysisch möglich? Enthalten sie vielleicht implizite Widersprüche und so weiter und so fort? Also das war die Frage nach der Denkbarkeit von Unsterblichkeit. Dann haben wir als zweites die Frage gestellt, was spricht für und gegen Unsterblichkeit? Also welche a priorischen oder vielleicht auch empirischen Argumente gibt es, mit denen sich nachweisen ließe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder die genau das bestreiten können? Zum Abschluss dieses Kurses will ich jetzt noch mit Ihnen heute und beim nächsten Mal auf eine etwas andere Frage eingehen, die noch einen anderen Aspekt der Unsterblichkeit beleuchtet. Nämlich die Frage, wozu? Wozu eigentlich Unsterblichkeit? Das heißt, unabhängig davon, ob Unsterblichkeit jetzt möglich ist oder nicht, warum sollten wir glauben, dass wir unsterblich sind? Hat der Glaube an die Unsterblichkeit vielleicht irgendeine philosophische Funktion? Oder wäre es aus irgendwelchen Gründen, was auch immer das für Gründe sein mögen, vielleicht vernünftiger, den Glauben an die Unsterblichkeit aufzugeben? Ich will Ihnen heute in dieser Frage kurz zwei exemplarische Positionen vorstellen. Das eine ist Kants klassische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele als einem Postulat der praktischen Vernunft. Also diese Lehre besagt, ganz vereinfacht, dass der Glaube an die Unsterblichkeit aus moralischen Gründen notwendig ist. Welche das sind, das werden wir gleich noch näher erläutern. Und auf der anderen Seite ein modernes Argument, das ich jetzt hier beispielsweise von Grace Jensen, einer kanadischen Theologin, übernehme, wonach es überhaupt keine berechtigten, legitimen Gründe gibt, an die Unsterblichkeit zu glauben. Fangen wir mit Kant an, mit dem klassischen Argument. Nun, Kants Haltung zur Unsterblichkeit der Seele ist eigentlich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist es so, dass Kant in der Kritik der reinen Vernunft die Unsterblichkeit der Seele zurückgewiesen hat als einen Paralogismus der theoretischen Vernunft. Das heißt, diese Frage, sind wir unsterblich oder nicht, ist für ihn eine Frage, die die theoretische Vernunft zwar stellen muss, aufgrund der Art und Weise, wie die Vernunft konstruiert ist, wenn man das so ausdrücken darf, die theoretische Vernunft aber zugleich niemals beantworten kann. Das heißt, es muss eine Frage bleiben, die wir nie abschließend mit Ja oder Nein beantworten können. In der Kritik der reinen Vernunft setzt sich Kant mit Argumenten für die Unsterblichkeit der Seele auseinander, also vor allen Dingen mit dem Unzerstörbarkeitsargument, das er von Moses Mendelssohn übernimmt. Der hat einen Dialog namens Phaedo geschrieben, nicht zufälligerweise genauso betitelt wie der platonische Dialog Phaidon, in dem es auch um die Unsterblichkeit der Seele geht. Und hat da dieses platonische Unzerstörbarkeitsargument in einer etwas veränderten Form wieder aufgegriffen. Kant hat das widerlegt, hat gezeigt, dass dieses Argument für die Unsterblichkeit der Seele scheitert und dass es generell unmöglich ist, einen theoretischen Nachweis zu erbringen für die Unsterblichkeit der Seele. Ganz grob lautet dieses Argument, wir können aus dem Satz »Ich denke« nicht auf die Existenz einer Seele als Träger dieses Denkens schließen. Das wäre eine Verwechslung von transzendentaler mit metaphysischer Ebene. Aber das, wie gesagt, nur ganz grob, denn ich will hier nicht über Kants Widerlegung der Unsterblichkeit der Seele reden, sondern im Gegenteil über die Lehre des praktischen Postulats der Unsterblichkeit. Ob jetzt Kants Widerlegung der Unsterblichkeit der Seele in der Kritik der reinen Vernunft bzw. seine Behauptung, dass es sich da um einen immer unentscheidbaren Paralogismus handelt, also ob das jetzt so zutreffend ist oder nicht, das ist mal eine andere Frage, das müssen wir dann an die Kant-Kritik verweisen. Jedenfalls in der Kritik der reinen Vernunft, da schließt Kant, dass es keine theoretische Begründung für den Glauben an die Unsterblichkeit geben kann. Also mit einer gewissen Zurückhaltung verwirft er diese Idee innerhalb der Kritik der reinen Vernunft. In der Kritik der praktischen Vernunft, da sieht es jetzt allerdings wieder ein bisschen anders aus. Die Grundidee in Bezug auf die Unsterblichkeit hier ist nämlich die, dass die Annahme einer Unsterblichkeit der Seele notwendig ist, wenn Moralität überhaupt möglich sein soll. Dieses Argument läuft ungefähr folgendermaßen in der Kritik der praktischen Vernunft.
Das Ziel der Moralität, das ist für Kant das sogenannte höchste Gut. Und dieses höchste Gut, das ist das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit, also das tatsächliche Glück oder die Glückseligkeit, wenn Sie diesen etwas antiquierten Ausdruck bevorzugen. Die Glückseligkeit einer Person sollte dem Anspruch entsprechen, den diese Person sich auf das Glück erworben hat. Also etwas plump ausgedrückt. Wenn ich moralisch richtig handle, dann werde ich dadurch des Glückes würdig, wie Kant das sagen würde. Wenn ich das Richtige tue, dann soll es mir auch gut gehen. Dass beides zusammenfällt, das moralisch richtige Handeln und das tatsächliche Glücklichsein, das ist für Kant das höchste Gut. Das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit, also von dem Guten im Sinne von Moralität sowie dem Guten im Sinne von das gute Leben. Sowohl die hedonistische Idee, nach der man glücklich sein kann, ohne moralisch zu sein, also dass man Glück von Moralität trennen könnte, wie auch die umgekehrte, vor allen Dingen so bei den Stoikern vertretene Idee, dass man moralisch sein kann, ohne glücklich dabei zu sein, verfehlen für Kant das höchste Gut. Das höchste Gut liegt eben darin, dass beides zusammenkommt. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass für Kant der Zweck der Moralität sein soll, dass ich glücklich werde. Also ich handle ja nicht moralisch, um glücklich zu werden. Das wäre für Kant eigentlich gar keine Moralität. Das wäre nur ein schlecht getarnter Eigennutz. Kant spricht in dem Zusammenhang auch von Heteronomie, also von Fremdbestimmung oder manchmal auch von Legalität. Also Legalität heißt, ich handle zwar dem äußeren Anschein nach in Übereinstimmung mit dem moralischen Gesetz, aber nicht aus moralischen Beweggründen, sondern weil ich mir dadurch irgendwelche Vorteile erhoffe, beziehungsweise weil ich gerne glücklich werden möchte oder was weiß ich was. Also das wäre gar nicht moralisch, das wäre Heteronomie, Fremdbestimmung durch die Ziele, die ich mir setze und die ich glaube, durch moralisches Handeln erreichen zu können. Aber auf jeden Fall, diesen Punkt kann man festhalten. Für Kant geht mit dem richtigen Handeln ein Anspruch auf Glück einher. Und wenn dieser Anspruch auf Glück eingelöst wird und wir wirklich glücklich sind, in Übereinstimmung mit unserer tatsächlichen Moralität, dann haben wir es mit dem sogenannten höchsten Gut zu tun. In der Realität sieht die Sache jetzt allerdings anders aus. Dieser Anspruch auf Glück oder Glückseligkeit, der wird allermeistens nicht eingelöst. Man kann natürlich immer auf der moralisch richtigen Seite stehen und trotzdem unglücklich sein. Also nicht selten haben ja auch Menschen ihre moralische Aufrichtigkeit und Unbeugsamkeit mit dem eigenen Leben bezahlt. Also in der Realität werden Sie sehr viele Fälle finden von einem weiten Auseinanderklaffen von Glück und Glückswürdigkeit. Und umgekehrt, vielen unmoralischen Leuten geht es sogar erstaunlich gut. Und wahrscheinlich fallen Ihnen auf Anhieb eine ganze Menge Beispiele ein von Leuten, die alles andere als moralisch sind, aber trotzdem ein Leben in Macht und Luxus und was weiß ich nicht, was alles führen können. Also, es gibt keine kausale und auch keine logische Notwendigkeit für das höchste Gut. Das Glück ist nicht die notwendige Folge des moralischen Handelns. Nichts und niemand in der Welt zwingt uns dazu, glücklich zu werden, wenn wir das Richtige tun. Also es gibt keinen Mechanismus, der das garantieren könnte. Und ebenso ist die Idee, glücklich zu sein, aber zugleich unmoralisch, widerspruchsfrei denkbar. Also es ist kein logischer Widerspruch in diesem Gedanken, dass ich ein amoralischer Mistkerl in Glück und Luxus sein könnte. Das höchste Gut, müssen wir damit schließen, ist also in dieser Welt ganz offensichtlich nicht realisiert. Trotzdem sagt aber Kant, wir haben die Pflicht, dieses höchste Gut zu befördern. Es ist zwar nicht in der Welt realisiert, aber es sollte so sein und es liegt an uns, diese Realisierung auch umzusetzen. Er schreibt dazu in der Kritik der praktischen Vernunft, die Bewirkung des höchsten Guts in der Welt ist das notwendige Objekt eines durchs moralische Gesetz bestimmbaren Willens. Also in der Pflicht, moralisch zu sein, ist bereits die Pflicht zur Beförderung des höchsten Gutes enthalten. Die ist das Ziel der Moralität oder das höchste Gut selbst ist das Ziel der Moralität oder des moralisch bestimmten Willens. Kant fährt dann an der Stelle fort und sagt, in diesem aber ist die völlige Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischen Gesetze die oberste Bedingung des höchsten Gutes. Sie muss also ebenso wohl möglich sein als ihr Objekt, weil sie in demselben Gebote, dieses zu befördern, enthalten ist. Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein vernünftiges Wesen der Sinnenwelt in keinem Zeitpunkt seines Daseins fähig ist. Die Voraussetzung für das höchste Gut ist also ein Wille, der völlig dem moralischen Gesetz angemessen ist. Und damit ist gemeint ein Wille, der ganz allein von der moralischen Pflicht, das Richtige zu tun, bestimmt wird.
In der Realität ist das natürlich nicht der Fall. In der Realität tun wir Dinge aus allen möglichen Gründen. Also unser Wille wird von allen möglichen Motiven und Gründen bestimmt und bewegt und nicht nur von Moralität. Manchmal tun wir auch das, was moralisch gesehen richtig wäre, weil es das Richtige ist. Also manchmal wird unser Wille tatsächlich nur von der Moralität bestimmt. Aber weitaus öfter natürlich nicht. Weitaus öfter handeln wir aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir tun bestimmte Dinge, weil sie uns einen Vorteil verschaffen, weil wir jemand anderen ärgern wollen, weil uns langweilig ist und so weiter und so fort. Also vom Ideal der Heiligkeit, einem rein moralischen Willen, sind wir meilenweit entfernt. Ein Wille, der vollkommen frei ist von irgendwelchen außermoralischen oder amoralischen Erwägungen, das finden Sie in der Realität nirgends. Dieses Ideal ist auch unter den Bedingungen des realen Lebens in dieser Welt gar nicht zu erreichen. Wenn es aber niemals zu erreichen ist, müsste man dann nicht eigentlich den Schluss ziehen, dass das höchste Gut eine Illusion ist? Das höchste Gut ist nur erreichbar durch die Heiligkeit des Willens. Aber diese Heiligkeit des Willens gibt es in dieser Welt nicht. Also kann es das höchste Gut in dieser Welt niemals geben. Dann könnte die Moral ihr Ziel niemals erreichen, das höchste Gut. Und dann wäre doch Moralität eigentlich sinnlos. Genau das kann und will Kant aber nicht so stehen lassen. Moral darf nicht sinnlos sein. Daher muss das Ideal der Heiligkeit in irgendeiner Weise erreichbar sein. Er fährt dann fort und schreibt: Da sie, also die Heiligkeit, indessen gleichwohl als praktisch notwendig gefordert wird, so kann sie nur in einem ins Unendliche gehenden Progressus zu jener völligen Angemessenheit angetroffen werden. Und es ist nach Prinzipien der reinen praktischen Vernunft notwendig, eine solche praktische Fortschreitung als das reale Objekt unseres Willens anzunehmen. Dieser unendliche Progressus ist aber nur unter Voraussetzung einer ins Unendliche fortdauernden Existenz und Persönlichkeit desselben vernünftigen Wesens, welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt, möglich. Also ist das höchste Gut praktisch nur unter der Voraussetzung der Unsterblichkeit der Seele möglich. Mithin diese, als unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz verbunden, ein Postulat der reinen praktischen Vernunft, worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen Satz verstehe, sofern er einem a priori unbedingt geltenden praktischen Gesetze unzertrennlich anhängt. Was meint Kant hier? Nun, er meint, Heiligkeit ist so eine Art Grenzwert in einem unendlich andauernden Prozess der moralischen Vervollkommnung. Wir arbeiten im Verlauf der Zeit immer mehr und mehr daran, moralisch perfekt zu werden, also diesem Ideal der vollkommenen Heiligkeit anzunähern. Wir kommen diesem Ziel der Heiligkeit mit der Zeit immer näher, aber da unser Leben endlich ist, haben wir keine Chance, dieses Ziel jemals zu erreichen. Wir kommen immer ein bisschen näher, aber kommen niemals an, weil eben die Begrenztheit unseres Lebens dem im Wege steht. Es sei denn natürlich, wir nehmen an, dass das Leben unendlich ist. In einem unendlichen Leben können wir dieses unendlich ferne Ideal der Heiligkeit, dem wir uns immer weiter annähern, wirklich erreichen. Deshalb müssen wir postulieren, dass es eine Unsterblichkeit der Seele gibt. Denn nur für eine unsterbliche Seele wäre es ja möglich, diesen Prozess der unendlichen Annäherung an die Heiligkeit auch wirklich zu durchlaufen. Und nur durch die Realisierung der Heiligkeit ist das höchste Gut möglich. Und das höchste Gut, das ist das Ziel und die Bedingung von Moralität. Also lautet das Ergebnis, wenn es Moral geben soll, dann müssen wir auch annehmen, dass wir unsterblich sind. Wenn Sie das Ganze etwas schematisieren wollen, könnte man das Argument ungefähr so formulieren. Satz Nummer 1. Das höchste Gut ist das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit. Das ist zunächst mal die Definition dieses Konzepts bei Kant. Dann zweitens, es ist unsere Pflicht, das höchste Gut zu befördern. Das hat er ja am Anfang gesetzt. Und dann dritter Punkt, das höchste Gut ist nur möglich unter der Bedingung der Heiligkeit des Willens. Dann viertens, die Heiligkeit des Willens ist für endliche Wesen nicht realisiert und nicht realisierbar. Also folgt damit als fünfter Satz, also muss es unendliche Wesen, das heißt unsterbliche Seelen, geben. Dieses Argument ist, das fällt Ihnen jetzt vielleicht auf, quasi parallel gebaut zum moralischen Argument für die Existenz Gottes, das an der gleichen Stelle in der Kritik der praktischen Vernunft auftaucht. Und da zeigt Kant analog, dass die Existenz Gottes ebenfalls ein notwendiges Postulat der praktischen Vernunft ist, wie übrigens auch die Freiheit. Zu dem moralischen Argument für die Existenz Gottes, beziehungsweise Gott als einem Postulat, der moralischen Vernunft, der praktischen Vernunft, habe ich auch ein Video gemacht, das können Sie sich mal anschauen, Link finden Sie hier.
Vielleicht ist das, was ich da zu sagen habe, in der Analogie ganz erhellend, auch für die Behandlung der Unsterblichkeit der Seele. Gut, aber nun zurück zur unsterblichen Seele. Machen wir uns kurz nochmal klar, was Kant eigentlich mit diesem Argument, das ich gerade skizziert habe, gezeigt hat. Er hat nicht gezeigt, dass die Seele unsterblich ist. Also er hat nicht die Wahrheit dieses theoretischen Satzes, es gibt eine unsterbliche Seele, bewiesen. Das kann er ja auch gar nicht. Er hat ja in der Kritik der reinen Vernunft vorher bereits behauptet, dass es keinen theoretischen Nachweis für die Unsterblichkeit der Seele geben kann. Das wäre ganz schön komisch, wenn er das jetzt hier in der Kritik der praktischen Vernunft zurücknimmt und genau das Gegenteil behauptet. Was hat er dann gezeigt? Er hat nur gezeigt, dass es notwendig ist, die Unsterblichkeit der Seele anzunehmen. Und zwar aus praktischen Erwägungen. Sie ist eben nur ein Postulat. Sie ist eine Forderung der praktischen Vernunft. Und die praktische Vernunft muss diese Forderung machen, denn nur so ist Moralität überhaupt denkbar. Das ist jetzt allerdings durchaus zweideutig, dieses Ergebnis. Wir müssen so denken, als ob es eine Unsterblichkeit gäbe, sagt Kant. Das könnte allerdings auch heißen, oder man könnte es so lesen, dass Unsterblichkeit eine notwendige Fiktion ist, die sich einfach aus der Struktur unseres Denkens ergibt und die eben eine Bedingung der Möglichkeit von moralischem Handeln überhaupt ist. Moralität erfordert also nicht, dass unsere Seele unsterblich ist. Sie erfordert nur, dass wir so denken und handeln, als ob sie unsterblich wäre. Lassen wir mal diese Zweideutigkeit des Ergebnisses ein bisschen außen vor und fragen uns jetzt, ist Kants Argument ein überzeugendes Argument? Kritisch ist auf jeden Fall schon mal die erste Prämisse. Die erste Prämisse sagt, das höchste Gut ist das Zusammenfallen von Glück und Glückswürdigkeit. Untergräbt jetzt aber nicht diese Idee eigentlich das Ideal der Heiligkeit des Willens, also ein Wille, der allein von moralischen Geboten bestimmt wird, ist nicht die Idee des höchsten Gutes wieder so eine Art heimliche Rückkehr zur heteronomen Ethik, also zu einer Moral, die von äußeren Anreizen bestimmt wird und die gerade nicht um ihrer selbst willen praktiziert wird. Kommt nicht durch diese Idee des höchsten Gutes heimlich wieder die Idee einer Belohnung für das moralische Handeln durch die ewige Seligkeit wieder ins Spiel? Das ist doch genau das, was Kant eigentlich ausschließen wollte. Und das ist ein Punkt, den viele, unter anderem Arthur Schopenhauer, kritisiert haben an der kantischen Ethik, dass sie dieses hochgelobte Ideal der Autonomie, also der reinen Selbstbestimmung des moralischen Willens, hier in der Lehre vom höchsten Gut ganz klar und heimlich wieder aufgeben und doch wieder die Belohnung durch die ewige Seligkeit hineinschleusen. Aber gut, gestehen wir Kant einmal zu, dass dieser Begriff des höchsten Gutes so verwendet werden kann. Dann ist die weitere und für uns interessanterweise kritische Prämisse die vierte. Heiligkeit, heißt es da, kann es nur im Unendlichen geben. Mag sein, mag stimmen, aber könnte man daraus dann nicht auch den Schluss ziehen, dass es eben einfach keine Heiligkeit gibt? Heiligkeit könnte ja dann so etwas wie ein Ideal sein, ein Ideal, nach dem man strebt, aber das niemals erreichbar ist. Hindert uns das denn dann daran, nach Heiligkeit zu streben? Hindert uns das daran, uns moralisch zu perfektionieren? Nein, eigentlich nicht. Man kann ja immer auf die moralische Perfektion hinarbeiten, wohl wissend, dass sie für uns niemals in ihrer Fülle gänzlich erreichbar ist. Es ist ganz ähnlich wie mit der Gesundheit. Sie können sich auch um Ihre Gesundheit kümmern und das heißt einfach nur dafür sorgen, dass Sie in Zukunft gesünder sind als jetzt oder vielleicht nicht weniger gesund oder so etwas. Vollkommene Gesundheit ist ein Ideal. Ein Ideal, das wahrscheinlich unter den Bedingungen des realen Lebens niemals zu erreichen ist. Aber das heißt doch nicht, dass es unmöglich wäre, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Sie werden niemals absolut und vollständig gesund sein. Aber Sie können trotzdem an Ihrer Gesundheit arbeiten und daran arbeiten, dass Sie morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr gesünder sind, als Sie es jetzt sind. Also es sieht so aus, als müssten wir Satz 4 vielleicht gar nicht unterschreiben. Und wenn wir ihn unterschreiben, dann müssen wir vielleicht gar nicht die Schlussfolgerung daraus ziehen, die Kant ziehen möchte. Interessant auch die Konklusion, Satz Nummer 5. Kant sagt ja, es muss einen unendlichen Annäherungsprozess an das Ideal der Heiligkeit geben. Und das geht nur, wenn wir eine unsterbliche Seele annehmen. Er kommt also über diesen unendlichen Annäherungsprozess an die Unsterblichkeit der Seele. Aber es wird ja nur gefordert, dass eine unendliche Dauer unserer Existenz Bestand haben muss. Es wird nicht gefordert, dass wir eine immaterielle Seele sein müssen. Man könnte sich jetzt sogar fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, diesen Begriff der moralischen Perfektion mit einer immateriellen Seele zu verknüpfen.
Seelen sind ja körperlose Entitäten. Darüber haben wir vor einiger Zeit schon ein bisschen geredet. Das heißt, Seelen ohne Körper können eigentlich nicht handeln. Insbesondere für Kant, der an anderer Stelle Handlungen als physische Ereignisse versteht. Also haben auch körperlose Entitäten wie Seelen keine sinnlichen Eindrücke. Sie haben ja keine Sinnesorgane. Sie haben auch keine Bedürfnisse. Kurz, sie können überhaupt keine Neigungen zu irgendwelchen Handlungen entwickeln. Und sie können nicht mal irgendwas tun. Damit fehlt ihnen sozusagen die Gelegenheit, überhaupt irgendwelche moralischen Qualitäten auszubilden. Also eine moralische Vervollkommnung setzt wohl voraus, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Willen moralisch zu verfeinern. Aber diese Möglichkeiten hat eine unsterbliche Seele gar nicht, wenn sie ihren Körper verloren hat. Und damit wäre dann das Erreichen der Heiligkeit, also der moralischen Vollkommenheit des Willens, trotz einer unendlichen Lebensdauer für die immaterielle Seele gar nicht mehr möglich. Und dann scheitert auch die reale Möglichkeit des höchsten Gutes. Es sieht also so aus, als würde das gar nicht so gut funktionieren mit dieser Postulatenlehre, als würde die Unsterblichkeit der Seele sich nicht ohne weiteres als transzendentale Bedingung der Moralität ableiten lassen. Kant argumentiert jetzt also so, dass der Unsterblichkeitsglaube eine notwendige Bedingung der Moral ist oder vielleicht auch nur eine notwendige Fiktion. Manche Leute, siehe Feinger, haben das genauso gelesen. In der Gegenwart sieht man diese Position deutlich kritischer. Also in der Gegenwart wird der Glaube an Unsterblichkeit deutlich kritischer gesehen. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, das ich jetzt nur als eines unter vielen herausgreifen möchte, finden Sie in einem Aufsatz der kanadischen Theologin und Philosophin Grace Jensen. Und zwar stammt dieser Aufsatz aus dem Jahr 1984 und trägt den vielsagenden Titel »Do we need immortality?« Und die Antwort lautet natürlich nein. Warum nicht? Nun, Jensen unterscheidet drei denkbare Motive, die es dafür geben könnte, an Unsterblichkeit zu glauben. Oder Motive, die in der Geschichte der Menschheit aufgetreten sind, warum man an Unsterblichkeit glauben könnte. Sie sagt, es gibt egoistische Motive, moralische Motive und religiöse Motive und kritisiert alle drei der Reihe nach und zeigt auf, dass keines dieser Motive ein legitimes Motiv ist, um an Sterblichkeit zu glauben. Schauen wir uns mal ihre Argumentation für die jeweiligen Motive kurz an. Da sind zunächst mal die egoistischen Motive. Das Leben nach dem Tod wird ja normalerweise nicht als nur irgendeine Form von Weiterexistenz nach dem Tod vorgestellt, sondern in der Regel als etwas überaus Positives. Im Leben nach dem Tod erfüllen sich unsere Wünsche, werden wir frei von unseren Leiden, kommen wir wieder in die Gemeinschaft mit denen, die wir lieben und die wir verloren haben und so weiter und so fort. Also insgesamt stellt man sich das Leben nach dem Tod normalerweise als eine ziemlich nette Angelegenheit vor. Klar, es gibt auch Vorstellungen von der Hölle, aber seien wir ehrlich, normalerweise ist die Hölle immer für jemand anderes reserviert und nicht für uns. Die allermeisten Menschen denken, wenn sie an ihr ewiges Leben oder ihre eigene Unsterblichkeit denken, nicht an ewige Höllenqualen. Und Jensen sagt nun, es ist eine Illusion zu meinen, dass wir solche Freuden des Paradieses oder was auch immer wir uns da vorstellen mögen, auf ewig genießen können. In einem unendlichen Leben würden nämlich all diese Dinge ihren Reiz und ihre Bedeutung verlieren, weil immer alles aufschiebbar ist und weil es niemals dringend oder kostbar sein kann. Es gibt ja immer noch unendlich viel Zeit. Das ist ein Punkt, über den werden wir beim nächsten Mal noch deutlich intensiver sprechen. Deswegen reiße ich das hier nur ganz kurz an. Im nächsten Video dann über den Williams erfahren Sie mehr über diese Problematik. Das heißt, das egoistische Motiv, unsterbliches Leben als eine Möglichkeit, all meine Wünsche zu erfüllen, die mir im Diesseits versagt bleiben, ist bei näherer Hinsicht eigentlich ein Irrtum. Wir können diese Wünsche nicht in einem unendlich langen Leben erfüllen. Also das egoistische Motiv, ich will länger leben, damit ich alles kriegen kann, was ich bisher nicht bekommen habe, das widerlegt sich im Grunde selbst. Als zweites kommen dann die moralischen Motive ins Spiel. Moralische Motive für den Glauben an die Unsterblichkeit heißt, wir glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil wir uns dadurch einen Ausgleich für die Ungerechtigkeiten des Daseins erhoffen. Also nicht ganz so ähnlich wie bei Kant, für den es natürlich auch eine moralische Begründung gibt für den Glauben an Gott. Und Jensen kritisiert Kant an der Stelle auch. Aber sie legt den Fokus eben auf einen anderen Aspekt, nämlich den Gedanken, dass das Jenseits, das Leben nach dem Tod, eine ausgleichende Gerechtigkeit des Universums darstellen könnte.
Viele Menschen leben ja nur sehr kurze von Leid, von Hunger, von Angst, von Folter und so weiter geprägte Leben. Viele Menschen im Verlauf der Menschheitsgeschichte hatten weder die Zeit noch die Mittel noch überhaupt die Möglichkeiten, irgendetwas von den Zielen zu erreichen, die wir normalerweise mit einem gelungenen menschlichen Leben verbinden würden. Denken Sie nur an die Millionen von Menschen, die im Lauf der Menschheitsgeschichte gestorben sind infolge von Seuchen, Hunger, Hungersnöten, Kriegen und so weiter und so fort. All denen blieb das verwehrt, was wir normalerweise als das Ziel eines menschlichen Lebens ansehen würden, nämlich glücklich zu sein, ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und in Würde führen zu können. Andere hingegen leben und haben im Verlauf der Menschheitsgeschichte gelebt, auf Kosten anderer, machten sich ein gutes Leben, führten ein Leben in Luxus und schwelgten in Macht. Und so mancher grausame Diktator, der den Tod von Millionen Menschen verursacht hat, ist am Ende seines Lebens friedlich eingeschlafen, umringt von seinen Anhängern und immer noch bejubelt von Millionen und musste niemals in seinem Leben Angst und Hunger leiden. Wenn man sich das alles so anguckt, dann kommt man wohl zu dem Schluss, die Welt ist ungerecht. Daran kann eigentlich kein großartiger Zweifel bestehen. Sollte es dann nicht, so denkt nun das moralische Motiv, sollte es dann nicht ein Leben nach dem Tod geben, in dem diese Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden, in dem die Bösen bestraft und in dem Guten belohnt werden, sollte es dann nicht so etwas wie eine kosmische Gerechtigkeit nach dem Tod geben? Nun, Jensens Antwort ist ebenso simpel wie bitter. Vielleicht müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass das Universum einfach nicht gerecht ist. Vielleicht gibt es nun mal einfach keine kosmische Gerechtigkeit. Vielleicht gibt es keine Belohnung für die Guten und keine Bestrafung für die Bösen und am Ende ist alles einfach nur Glück oder Pech gehabt. Wenn es wahr ist, dass es ultimativ keine Gerechtigkeit im Universum gibt, dann bleibt diese Wahrheit wahr, egal wie sehr wir uns auch wünschen mögen, dass sie es nicht wäre. Das moralische Motiv für den Glauben an die Unsterblichkeit mag also durchaus edel sein. Es ist der Ausdruck unseres Hoffens auf eine bessere, auf eine gerechtere Welt. Aber das heißt noch lange nicht, dass es diese bessere und gerechtere Welt auch geben mag. Edel vielleicht, aber auch naiv. Bleibt als drittes nur noch das religiöse Motiv übrig. Folgt nicht aus der Existenz Gottes die Unsterblichkeit des Menschen, so könnte man das religiöse Motiv umschreiben. Der Gedanke hier ist der, Gott erschafft doch die Menschen mit einem bestimmten Ziel, nämlich mit dem Ziel, eine Gemeinschaft mit sich zu erleben. Also Sie merken schon, dass das religiöse Motiv hier ein theistisch-religiöses Motiv ist, also dass nur Religionen mit einem Theismus gedacht sind. Dieses Ziel, also der Gemeinschaft mit Gott, das kann Gott aber natürlich nur dann erreichen, wenn das menschliche Leben nicht mit dem Tod endet. Es wäre ja absurd, wenn Gott einerseits aus dem Bedürfnis, Gemeinschaft herzustellen und seine unendliche Liebe mitzuteilen, Menschen erschafft und sie dann einfach nach 80 Jahren oder so wieder zugrunde gehen lässt und auf Nimmerwiedersehen im Nichts verschwinden lässt. Jensen erwidert darauf, es ist aber nicht die Dauer einer Beziehung, die sie relevant macht, sondern es ist die Qualität dieser Beziehung. Also eine liebevolle Beziehung, zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Freunden wird ja nicht dadurch entwertet, dass zwangsläufig irgendwann einer der Partner dieser Beziehung stirbt. Es ist kein Widerspruch zu behaupten, dass Gott uns liebt und dass wir dennoch sterblich sind. Es ist kein Widerspruch zwischen einer zeitlichen Begrenztheit einer Beziehung und dem Wert oder der Relevanz dieser Beziehung. Wenn das aber so ist, dann sieht es aus, als könnte keines dieser drei Motive einen respektablen Grund abgeben für den Glauben an die Unsterblichkeit. Weder aus egoistischen, noch aus moralischen, noch aus religiösen Gründen sollten wir glauben, dass wir unsterblich sind. Wir brauchen die Unsterblichkeit nicht, um moralisch zu sein. Also wir brauchen keine Belohnung im Paradies, wir brauchen auch keine Höllenstrafen, um das Richtige zu tun. Wir können es einfach so tun, weil es richtig ist. Wir brauchen auch keine Unsterblichkeit, um an Gott zu glauben. Es kann durchaus Gottes Glaube geben, ohne an der Unsterblichkeit festzuhalten. Wobei man sich dann vielleicht fragen kann, warum dann überhaupt noch am Gottesglauben festhalten. Aber das ist ein anderes Thema. Und wir brauchen auch keine Unsterblichkeit, um unser Leben sinnvoll zu machen. Also die Endlichkeit des Lebens steht nicht im Widerspruch zu seiner Sinnhaftigkeit. Darüber werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen reden müssen. Aber vielleicht sagen Sie jetzt, könnten wir uns nicht trotzdem Unsterblichkeit wünschen? Vielleicht auch nur aus rein egoistischen Motiven, weil wir eben weiterleben wollen, weil wir unser eigenes Ich so lieb gewonnen haben und wollen, dass es sich immer weiter fortsetzt in die Zukunft. Nun, warum das wahrscheinlich keine gute Idee ist, darüber werden wir beim nächsten Mal reden.